What is happening here? Hey, da sind wieder unsere guten alten geliebten Staubsauger. Hier auch. Das ist der, wo wir gerade rausgekommen sind. Ist hier offen? Hier ist offen, okay. Und ihr könnt darüber springen. Ich weiß nicht mal, was da drüben das ist. Ich habe literally keinen Clou, aber hey. Ab nach unten. Kann ich... Ich kann mich hier nicht bewegen. Nope. Okay. Wie komme ich da ran? Wo bist du? Na komm. So, das hat zumindest schon mal etwas gebracht. Ich weiß nicht, wofür ich die verwenden kann. Oh, ich glaube, ich hätte das auch dafür verwenden können, bestimmt. Oder kann ich das noch irgendwie... Ich fahre einfach mal mit nach oben, das wird schon nicht schaden. Hier werden wieder voll geheilt. Autschi, das tut schon ein bisschen weh. So, da ist noch einer. Ja, okay, die haben wir alle. So langsam könnte ich ein Health Kit gebrauchen. Elfkit. Sieh leider kein Elfkit auf uns zukommen. Obwohl vielleicht ganz da oben. Au. Ja, uns geht's echt nicht mehr so gut. Oh Gott, da sind sie doch. Die laden einen, glaube ich, aber nicht mehr voll auf. Nein. Nein, zumindest nicht, wenn man so ein Damm-Damm ist wie ich. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Oh nein, diesmal wurden wir nicht so viel geheilt wie letztes Mal. So, dich haben wir. Du hast leider schon ganz schön gut Damage gemacht. Healen wir uns hier mal. Oh, die machen wirklich gar keinen Damage. Erfahren wir mal mit wieder. Das endet halt nie.
Ah, hier wäre nochmal ein Health-Dings gewesen. Hätte ich das früher gewusst. Ich glaube, wir haben einige, nicht alle, aber einige. Ach du meine Güte, das sind aber schon viele. Okay, hier gegen Zielen wenigstens. Okay, eins haben wir. Shit. Hä? Okay, das haben wir. Nein! Wir waren fast drin. Wir waren fast drin. Was? Nochmal nicht so viel Damage? Hä? Wie soll ich das denn sonst überleben? Nee, du kommst da nicht rein. Hä? Was zur Hölle? Es muss da irgendeinen Weg reingeben. Alles andere ist literally impossible. Okay, jetzt haben wir's. Au. Ich glaube, diesmal haben wir auch wieder alle. Fast full geheilt. Okay, wenn ich eine Sache jetzt gelernt habe, ist geduldige sein. Geduldig sein hat da ein bisschen mehr gebracht, als zu versuchen, da schnell reinzugehen. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich damit durchkomme, wenn ich einfach nur mich dahinstelle und mich healen lasse. Die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Das sieht irgendwie not gut aus.
Ja, das da, ja. Nee. Das finde ich jetzt aber nicht fair. I really dislike where this is going. Hier sind nochmal welche gespawnt. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay. I've got no clue where I am and what I'm supposed to do. Aber das finden wir bestimmt jetzt gleich raus. Na? Oh, wir sind tatsächlich fast oben. Oh. Ich kann das nicht ausmachen. Okay, nein. Ernsthaft. Ich weiß nicht, ob ihr das Telefon gebraucht habt oder die Pizza. Oder den Computer. Oder die Box, aber unsere Kollegen, das ist nicht okay. Moment. Ich muss was ausprobieren, bevor ich da hochgehe. Nein, ich habe noch ein paar Ideen. Ich wollte nicht mit. Well. Also wenn das jetzt schon wieder nicht ein Bossraum ist, dann weiß ich ja echt nicht. Oh, das ist ein kompletter Pool von dem Stuff. Okay. Hey, das hat jetzt nicht wirklich etwas getan. I am confused. Das kann ich auch nicht verwenden. Irgendwie hier drauf springen. Na? Nope. That didn't help. Ich sehe, hier oben drüber ist etwas, aber ich weiß nicht, wie ich da etwas tun kann. Die haben bisher nirgends geholfen, also ich konnte nicht irgendwas wegsprengen. Unten drunter sehe ich aber auch nichts.
Ne, hier auch genauso wenig. Oh, wir können da hoch. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das sollten wir doch vielleicht mal ausnutzen. Ja, das sieht mir nach einem Ort aus. Da kann ich zwar nichts tun, aber irgendwo hier geht es bestimmt hoch. Gibt es zumindest nochmal ein Health-Kit, wenn wir eins bräuchten. Ich dachte, wir könnten da vielleicht irgendwie rein. Au. Ich wollte natürlich nicht da runter. Aber ich sehe nirgends einen Weg nach oben. Das ist ringsherum genau das gleiche überall. Können wir nichts tun? Kann mal hier runtergehen, aber ich glaube auch nicht, dass hier etwas ist. Nope, vor allem, weil ich jetzt nicht mehr hier hochkomme. So viel dazu. Ja, das war nicht klug. Okay. Ha. Ich glaube, ich muss irgendwie da rein. Oder halt zu dem auf der anderen Seite, aber das sah ja nicht so aus, als könnte ich das irgendwie als Aufzug oder sowas verwenden. Doch, tut's. Lol. Ich bin aber nur ein Idiot. Der den Knopf übersehen hat. Okay. Fahr gleich mit einem von denen nach oben. Weil hier können wir scheinbar nichts tun. Tja. Wo? Müssen da runter wahrscheinlich. Wir hören Fragmente von anderen Leuten auch noch tatsächlich hier. Holy shit. Okay. That was kinda cool and kinda creepy. Yep, das ist mein Name. Nihilanth. Ich glaube, wir haben einen Boss gefunden. Was wir leider immer noch nicht gefunden haben, ist Munition, anständige.
schon Probleme mit dem Sterben. Das war noch nie so eine meiner Favorite-Dinge. Da muss ich ganz ehrlich mit dir sein. Okay. Der Tod war noch wie mein... Oh, fucking hell. Shit. Oh, ich darf nicht in seine Nähe kommen. War da hinten nicht irgendwo ein Helfding? Doch. Helf. Jawollo! Ja, das findest du jetzt. Ups. Oh! Ich hab das Gefühl, ihm tun die Dinger nicht so weh. Berg. Also, naja, Berg nicht wirklich, aber in den Hügelchen. Hinter dem wir uns verstecken können. Ich hab gedacht, wir machen da mehr Damage. Wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie... läuft das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Can you please die? Au! Ich habe auch Gefühle. Oh, oh. Help. Ja, das ist es gerade leider noch nicht. Das ist das Problem, dass das Power Level nicht 100 ist. Au. Chit. I need something that is called health. Stirb endlich! Blödes Ding. Hier ist auf den Sack. Die helfen mir nicht, nee, ne? Auch zu schön gewesen. Ist da noch was? Ja. Helf.
Da hat's runter. Oh. Das tat gut. So blödes Kackding wirst du ein bisschen von deiner eigenen Scheißmedizin spüren. Blammo! Nee, 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 nicht ich! Nicht ich! Andersrum! Bitte! Yo! You've got some serious brain damage, brother. Aber ich glaube, das weißt du schon. Oh, das sind Schilde. Oh, oh, wow. Wow, wow, wow. Ich bin, glaube ich, zu nah gekommen. Yep. Warum ist hier nichts? Hier ist aber. Los! Auf die ganze Zeit diese scheiß Schutzschilde vor dir zu bauen. Also das ist schon. Schaffe ich es darüber? Okay, nein, nein, ich schaffe es hier nicht raus. Ich wollte zu dem Health Kit eigentlich, aber. I guess, das kann ich mir abschminken. Okay, das kann ich mir, glaube ich, alles abschminken, außer dem Ding noch. Okay. Da haben wir noch mal. Ja, Major Fracture tun ganz schön weh. Ich muss die Zeit ausnutzen, um auch Damage zu machen. I'm not sure I like where this is going. Jokes on you! Oh Gott! Holy! Ups! Ja, also. Freeman in the flesh. Or
rather in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. Danke, also ich glaube auch nicht, dass den noch mal jemand anders anziehen will nach der Zeit. In our control. For the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. Danke. Impressed. War auch viel Arbeit. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. Okay. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. Okay, das war cool. You've proved yourself a decisive man. So I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anti-climax after what you've just survived. Time to choose. Angst? Ja, danke für die krasse Freiheit, die du mir gegeben hast. Entweder sterben oder das tun, was du willst. Thanks, I guess. It's time to choose. Von mir aus. Ich glaube, ich habe eh keine andere Wahl. Nicely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Subjekt Freeman. Status angeworben. Erwartet Einsatz. Und damit haben wir Black Mesa durchgespielt. Und holy fucking shit. Das war eine Reise. Kann ich nicht anders sagen. Erstmal gigantische Props an alle Leute, die daran mitgearbeitet haben. Weil das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also sehr, 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 sehr gut. Und ist auch sehr, sehr viel länger als Half-Life an sich normalerweise ist. Ich muss sagen, ich hätte vielleicht es ein bisschen kompakter mehr gemocht, aber ich kann nicht wirklich den Daumen halt auf den Punkt drücken, wo ich sagen kann, da hätte man es kürzen können, ohne dass es von der Experience was weggenommen hätte. Also ist es vielleicht halt einfach so eine leichte Preference-Sache. Aber sehr, sehr gut gemacht von allen Beteiligten auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die man nicht immer macht. Also kann ich nur weiterempfehlen. Und ich weiß auch nicht, was bei dem anderen Ende jetzt passiert wäre. Insofern probiert's doch gerne selbst aus, wenn ihr möchtet. Und ich glaube auch vom Gameplay, also vom sonstigen Gameplay her, ist es auf jeden Fall ja eine Sache, die man mal gespielt haben sollte. Es ist definitiv eine sehr, sehr coole Erfahrung und definitiv einer der besten Shooter, die ich jemals gespielt habe. Insofern, spielen.
Ja, viel kann ich dazu sonst nicht sagen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, es durchzuspielen. Ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen wie mir auch. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar dazu hier. Auch dazu an sich, wie euch das Spiel gefallen hat. Natürlich auch gerne ein Like. Und dann würde ich sagen, genießen wir noch ein klein wenig hier den Abspann. Und bis zum nächsten Mal.